Okay, Leute, ja, willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Blattgrün. Und scheinbar sind wir in einem Kampf rausgeschmissen worden. Und ich soll scheinbar Smetbo eintauschen. Okay, da vertrauen wir mal Jan. Dieser Knosp zurück, Smetbo. Gegen? Ein Kleinstein. Warum soll ich Smetbo gegen Kleinstein einsetzen? Dieser Knosp wäre ja nur effektiv. Aber okay. Dann hat es halt auch keine Wirkung auf Smetbo. Ja, aber... Ja, okay, gut, egal. Dieser Knosp hätte es gleich Blatt gemacht. Naja, egal. Macholo oder Macholo. Ich will Smetbo draußen lassen. Zeit fürs Team habe ich danach, nach dem Kampf. Komm, Smetbo, mach's auf einen Schlag hin. Nein, doch nicht. Schade. Aber es ist verwirrt. Das ist wenigstens etwas. So. Triffst du dich selber? Nein, natürlich nicht. Aber, naja, macht ja nicht viel Schaden. Von daher ist das nicht weiter gefährlich. So, das ist sehr effektiv. Smetbo erreicht Level 22 und lernt, glaube ich, nichts Neues. Kann das sein? Nein, natürlich lernt Smetbo nichts Neues. Warum sollte es auch? Gut, schauen wir uns mal unser Team an. Wir haben immer noch 4 Pokémon, wobei ich der Einzige bin, der wirklich 2 hat. Schauen wir mal, was kann... Dieser Knosp kann Zerschneider. Toll. Okay. Schauen wir mal, was kann er denn? Hallo, nicht... Okay, jetzt hat... Rasierblatt, Schlafpuder, Egelsamen, Zerschneider. Ich glaube, er kann nur statt Tackle Zerschneider, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Dann haben wir Tauboga, Windstoß, Sandwirbel, Ruckzuckhieb, Tackle. Kann nichts Neues. Smetbo, ja. Nein. Donnerschock, Donnerwelle, Ruckzuckhieb und Blitz. Okay, Jan hat ihm also schon. Oder Chris, ich weiß nicht, wer von beiden das gemacht hat. Hat ihm schon Blitz beigebracht. Wir haben wahrscheinlich den dritten Orden. Ja, haben wir. Natürlich. Und, ich laufe jetzt einfach mal hier entlang. Haben wir gegen die schon gekämpft? Nein, haben wir nicht. Okay. Trau dich ruhig, mit mir zu kämpfen. Dann denke ich mir schon, wo wir sein könnten. Mauzi, okay. Na dann. Rasierblatt, komm. Heuler. Ja. Okay, egal. Ich weiß aber leider gar nicht mehr, wie der Tunnel hieß. War das Fels? War das der Felsentunnel? Oder hieß der so? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, werden wir gleich sehen. Ich denke ganz sicher, dass wir da sind. Also, müsste schon. Soweit müssten sie ungefähr gekommen sein, nach meiner Aufnahme. Hoffentlich hat Chris die... hier geht's nicht lang. Hier geht's zur Fabrik später. Wo dann auch Zapdos... Ich weiß nicht, ob es jetzt in dieser Edition immer noch so ist. Aber früher war es auf jeden Fall. Wow, ein Leck. Schön. Willkommen im Pokémon Center, wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Natürlich darfst du das. Oh mal, ganz ehrlich, Leute. Wer hat zu dieser Zeit noch 4 Pokémon in seinem Team gehabt? Krank, oder? Ah, schon gut. So, gut. Ich gehe den kurzen Weg. Da unten ist zwar, glaube ich, noch jemand. Aber das interessiert mich nicht. Jetzt habe ich nicht gelesen. Ja doch, Felstunnel. War sogar richtig. Cool. Okay, Blitz. Und alles wird erleuchtet. So. Hier ist ein... Irgendwas gewesen. Und ein Zubat. Ja, sehr schön. Ich lasse wieder Knosp hier vorne, denn... Hier dürften eigentlich nur wieder Boden-Pokémon oder Zubats kommen. Schutz. Okay. Hi, na? Wie geht's dir? Meine Pokémon wollen kämpfen. Los! Ja, ein Pokémaniac müsste es sein. Ja, Torben. Der Pokémaniac Torben. Gegen ein Tragosso. Oh, mein dieser Knosp hat leichte Vorteile gegen dich. Aber nur ganz leichte. Zack, das ist sehr effektiv. So, dieser Knosp erhält... Oh, ganz ordentlich. Fleckmon, ja. Müsste eigentlich reichen. Wasserpsycho.
Solange dieser Knoss ihm einiges an Schaden zufügt. Müsste. Ja, Fleckmon hat einen guten KP-Wert. Aber ich glaube nichts im Gegensatz zu, im Vergleich zu Lamus dann später. Beziehungsweise Lashoking. Aber okay, gut. Dieser Knoss erhält 487 Erfahrungspunkte und erreicht Level 25. Yay. Spieler besiegt Pokémaniac Torben. Game over! Ja, na dann. Was gibt's hier noch zu entdecken? Ah, können wir zum Trümmerer? Nein, natürlich können wir das nicht. Haben wir irgendwie... Schauen wir mal ganz kurz, was wir an TMs haben. Pokéball. Hallo, wo sind die... Wo haben wir denn unsere TMs? What the fuck? Bin ich jetzt gerade zu blöd? Items? Basis-Items. Hier nicht. Doch hier, TMVM-Box. Ah, natürlich, da ging das ja noch so. Nein, zur Trümmerer haben wir nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es zu dem... zu der TM ging. Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Na dann. Noch ein Pokémaniac. René. Oder Rene. Und wieder ein Fleckmon. Warum haben die lauter Fleckmons? Probieren wir es mal mit Schlafpuder. Der wird schon zwei Runden schlafen. Hoffentlich. Schläft tief und fest. So, ja, Rasierblatt. Und noch einmal. Ja, wow. Ist aufgewacht. Ja, klar. So. Aber ein Zerschneider reicht gegen dieses Fleckmon. Von daher brauchen wir kein Rasierblatt mehr verschwenden. So. Was haben wir denn hier in Pokémon? Okay. Ein Zubat. Yay. Glaub's ja nicht. Ich flüchte mal von dir. So, hier haben wir bestimmt... Ah, ein Bleber. Okay, gut. Kann man gebrauchen. Wenn man mal schwach bei daran ist. So wie Chris in seinem ersten Video. Dann kann man schon Gewebe gebrauchen. So, okay. So, was willst du? Du willst doch kämpfen, ne? Ich komme nicht oft hierher, aber ich will kämpfen! Ja, dann kämpfen wir, komm. Picknick am Marter. Wow, und es leckt, wow. Myrapla, okay. Na gut. Zerschneider. Ging daneben, natürlich. Oh, Junge. Oh, paralysiert. Ich hasse Paralyse. Und Lockduft auch noch. Ach, ist das nicht schön, hä? Huh? Natürlich ist mein dieser Knoss pyralisiert. Na komm. Tauburger. Die haben mir gerade meine ganze Stärke in dieser... Ja, Lockduft. Mein Fluchtwehrzeit sinkt natürlich wieder. Warum auch nicht? Windstoß. Und das Problem wäre erledigt. Nee, doch noch nicht ganz. Schade. Alter, wie oft willst du denn bitte noch Lockduft einsetzen? Bam! So, kaputt. Dieser Knoss behält ein bisschen was, Taboga auch. Bisasam! Oh! Ich würde jetzt gerne meinen Bisasam Knoss rausschicken, um ihm einfach mal zu zeigen, wie schwach es ist, aber... Nein, ich mach's mit Taboga. Auch da kann man ihm gut zeigen, wie schwach es ist. Aber schaut mal, wie süß es lächelt. Oh, Bisasam. Ruckzuckieb, komm. Mach's fertig. So, jetzt ist ihm das Lachen vergangen. Und wir können weiterlaufen. Oh, ich habe verloren. Ja, hast du. So, weiter geht's. Oh, schon wieder so ein Pokémaniac. Oh, möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Ja, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Hallo, der Hero. Hero!
Ein Glumander, Level 22. Und, ja, komm, Pikachu. Du bist auch mal dran heute. Ja, wie gesagt, Knospen lasse ich da ganz sicher nicht kämpfen. Nicht mit Paralyse drauf. So. Na dann, Donnerschock. Müsste eigentlich nicht viel eins. Warum macht er so wenig Schaden? Oh, Donnerwelle. Vielleicht ist es paralysiert. Und? Natürlich ist es nicht paralysiert. Warum sollte es auch? Es funktioniert ja nur bei mir. Donnerschock. Natürlich ist es nicht paralysiert. Es funktioniert ja nur bei mir. Aber, naja. Das heißt also, so ein Angriffsboost wird ihm aber nichts nützen, denn in dieser Runde ist es besiegt. Und Donnerwelle hat mal gar nichts gebracht. Also, naja, ist egal. Tragosso, ja, da werde ich wieder zu Bisasknosp wechseln. Ja, ich glaube, wir haben heute alle Pokémon gezeigt bei mir. Bisasknosp wurde eingesetzt, Metbo wurde eingesetzt, Tauboga und jetzt auch Pikachu. So, mal schauen. Bisasknosp geht daneben. Natürlich. Ist ja auch nur eine 95%ige, ja, Schreck zurück. Warum auch nicht? Schreck zurück, warum auch nicht? Ich lasse es draußen. Und wenn es drauf geht. Ich heile es nicht. Paralysiert, natürlich. Warum auch nicht? Ja. Hey, es funktioniert. Und es besiegt. Wow, Bisasknosp, du bist gut. Nur einmal verfehlt, zweimal zurückgeschreckt und einmal paralysiert. Das ist toll. Für ein Pokémon. Hm. Warum habe ich immer solche Kämpfe? Oh, seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe? Egelsamen. Überlebt es, überlebt es, überlebt es, überlebt es, überlebt es, überlebt es. Ja, überlebst du natürlich. So. Ich lasse hier ganz langsam, aber sicher dieses Kleinstein nach unten fallen. Wenn ihr wisst, was jetzt kommt. Diesmal mache ich keinen Fehler. Schlafbruder. Nein, geht daneben. Verdammt. Wieso, ich habe jetzt noch 2 Minuten Zeit, dieses Kleinstein zu fangen. Es wird doch wohl möglich sein. Ja, ja, benutze Einigler. Das ist nicht so wild. Verteidigung steigt ja nur bei dir. Geht schon wieder daneben. Hallo? Och. Bisasknosp. Das hört sich voll dumm an, wenn man Bisasknosp schimpft. Bisasknosp! Nein, das hört sich dumm an. Und geht schon wieder daneben. Hallo! Blinde Sau! Geht das nicht, weil Egelsamen drauf ist? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Na. Wow, wow, wow. Ja, jetzt hat es endlich getroffen. War ja nur das 4. Mal. Oder 5. Mal. So, jetzt müsste in den roten Bereich kommen. Und passend dazu schläft es auch noch. Pokebälle, Pokebälle. Hier, 6 Stück haben wir. Und. 2, 3. Yes! So. Kleinstein. Wanderer stolpern in den Bergen häufig über dieses Pokémon, da es wie ein Stein aussieht. Aber, nein, will ich nicht. Ich mache einen ganz kurzen Schnitt, Leute, denn ich muss ins Pokémon Center und dieses Kleinstein leider erstmal abgeben. Nein, ich gebe Tauboga ab. Und wir sehen uns dann hier wieder, wenn ich aus dem Pokémon Center draußen bin. Bis gleich, Leute. Ciao. So, und weiter geht's. Ja, ich habe Tauboga gegen Kleinstein ausgetauscht. Hier ist es. Und ich habe Kleinstein schon auf Level 24 gebracht und habe ihm Finale statt Lehmsula noch beigebracht. Also er kann jetzt Intensität, Steinwurf, Finale und Einigler. Mal schauen, was die anderen sagen.
wenn wir das nächste Mal sehen. Ja, ich beginne noch den Kampf. Okay. War ich, ups, ich glaube, ich war fast, war ich etwas falsch? Ja, ich will jetzt Chris nicht unbedingt verwirren. Aber mir läuft die Zeit davon. Ich laufe jetzt nochmal hoch. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei mir. Ja, hier oben war ich. Ich lasse Chris hier raus. Und das nächste Mal bei Chris, danach Jan. Und dann bin ich wieder dran. Bis dann, Leute. Ciao.